Ja, hallo Leute, es geht weiter bei Mario vs. Donkey Kong. Wir sind hier schon in Welt 2. Im letzten Part haben wir die ganze erste Welt hier, die Mario Spielzeugfabrik, haben wir ganz abgeschlossen, auch viele mit einem goldenen Stern, aber das war ja noch gar nichts. Jetzt fängt der Dschungel an, der Donkey Kong Dschungel. Gut, da ist natürlich Donkey Kong auf seinem Gebiet. Mal gucken, ob wir ihn auch dort schlagen können. Gut, jetzt kommen die Lianen ins Spiel. Ja, an denen kann man rumklettern und abspringen. Jetzt nichts Besonderes. Aber gut, gucken wir doch mal, wie wir uns hier anstellen werden. Also, übrigens ist man schneller, wenn man hier so zwischen den Lianen klettert. Sollte man berücksichtigen. Aber wenn man runterrutschen will, ist man hier total langsam. Und wenn man an einer Liane ist, viel schneller. Gut. Und holen wir uns das zweite Geschenk. Mir ist jetzt gerade nicht ganz klar, wo ich langen muss. Aber doch, das ist hier der einzige Weg. Ja. Sah doch komplizierter aus, als es ist. Und ach, ich habe den Timer schon wieder vergessen. Es ist ja so, bei den Wii-Aufnahmen, da steht da automatisch so die Zeit. Aber hier, nee. Trotzdem ist es ganz cool, denn das kostet mich im Endeffekt nicht so viel Mühe wie bei Galaxy. Boah, die ganze Zeit wieder die Versprecher, aber was soll's. Denn ich muss gleich meine Stimme synchronisieren, denn die wird gleich mit aufgenommen. Und das Gute ist, dass ich auch sie auch im Nachhinein lauter oder leiser stellen kann. Also, ja, Hut ab. Mit DxStory geht das ganz hervorragend. Auch wenn es mich einige Mühe gekostet hat, das überhaupt zustande zu bringen hier, erweist es sich doch im Endeffekt als sehr brauchbar. Und gut, ja, haben wir schon das erste Level geschafft. Und das nach relativ kurzer Zeit. Bonus-Time natürlich wieder. So, gucken wir mal, kommt der Pfeil oder müssen wir Boxen hin und her schieben? Wir müssen die Boxen hin und her schieben. So. Die rote ist natürlich die Superbox. Ja. Optimal gelaufen hier. Zwei Ups dazu. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 21 schon. Boah. Das lässt sich aber sehen. So. Lernt man sich jetzt an den Lianen festzuhalten? Oder was soll das? Okay, nichts Besonderes irgendwie. Einen Moment. So. So, und da unten sehen wir schon einen Nashorn. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der Original Rambi ist, aber es würde Sinn machen, hier im Donkey Kong Dschungel. Ja, und der wird uns eine große Hilfe sein, wenn ich es nicht verkacken würde. Was habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, ein Geschenk. Das möchte ich hier eigentlich noch mitnehmen. So, und ach, den Knopf müssen wir natürlich auch noch drücken, sonst kommen wir hier mit dem Schlüssel nicht vorbei. So, wups. Und auf Rambi können wir natürlich drauf. So, wie kommen wir da hin? Ach so, ganz einfach mit dem Trampolin. Ja, optimal, meine Freunde. Let's go! Zweiter Teil des Levels. So, hier stelle ich mir einmal das Fass hin, dann kann ich da leichter hoch. So, und einmal schwingen. Und nochmal schwingen. So, aber nicht so voreilig. Ich gehe jetzt auch nicht zu dem Mini-Mario. Ich weiß gar nicht, wird man da überhaupt hier hinkommen? Keine Ahnung. So, ich sammle natürlich die Geschenke hier ein. Vielleicht kann ich mit dem Fass den Rambi ein bisschen aussperren. Oh, ich kann ihn sogar K.O. machen. Das wusste ich jetzt eigentlich gar nicht, aber gut. So, aber den brauche ich nicht K.O. machen. Auf den springe ich einfach ganz easy drauf und dann hier auf die Plattform. Ja, aber man sollte berücksichtigen, dass die Rambis nicht nur unsere Freunde sind. Nee. Die wollen uns zerstören. Aber wir sind natürlich geschickt auf ihn draufgesprungen. So, was kommt jetzt? Vielleicht stop the arrow? Stoppe den Fall? Nee. Die Ladung vor Donkey Kong retten. So. Die erste Box hat er jetzt relativ zügig zerstört. Und, ja. Puh, Glück gehabt. Ich habe eigentlich schon wieder A gedrückt, um das wieder hin und her zu mischen, aber ja, da war das Glück auf unserer Seite. So, ich sehe schon. Jetzt kommt da dieser neue Typ hier hinzu.
Das ist so eine Art Affe mit... Keine Ahnung, was hat er da in der Hand? Irgendein Musikinstrument? Vielleicht sind es auch seine Hände. Aber uninteressant, er kann uns weitertragen. Das ist natürlich von Vorteil. Here we go. Und das hier ist so ein Sand, der sofort weggeht. Also sollten wir schnell hinüber. Und ja, ich nehme gleich mal die Affenfähre. So, der trägt uns hinüber. Bum, bum, bum. Ah, die Musik ist auch so geil. Boah, sind das geile Erinnerungen. Ab. Oh, das war nicht so... Wow. Das war ja schon beinahe Skill hier. Ersten Teil des Levels geschafft. Yippie. Oh. Das wird nicht ganz einfach. Ist ja auch schon, dieser Vogel ist da. Boah, und der ist echt eine Qual, Leute. An dem sterbe ich jetzt wahrscheinlich des Öfteren, denn der kackt so komische Eier, die uns wehtun und... naja. Trotzdem sollte ich nicht an dem Stachelboden kaputt gehen. Das ist dann schon ein bisschen unnötig. Kann ich hier auch so hoch? Nee. Oh. Ja, das war dumm. Gut, ich sollte mich jetzt nicht von den Fails aufhalten lassen. Denn die sind allesamt ein bisschen misslungen. Alter, was ist denn jetzt los? Es ist ja noch gar nicht das Schwierige. Der Schwierige ist der Vogel und ich halte mich hier an den Stacheln auf. Mann, 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 was ich hier veranstalte. So. So, jetzt mal Geduld und warten auf die Plattform. Und jetzt, wo der Vogel weitergeht, auch weitergehen. Dann trifft er einen nicht. Natürlich hier die Plattform aktivieren. Und jetzt noch ein bisschen Glück haben. Ja, bitte. Ich möchte nämlich das Geschenk haben. Vielleicht kann ich auch drüber springen, aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren sollte. Nee, ich denke nicht. Der Vogel ist jetzt schon relativ weit unten. Also kann er uns nicht so viel anhaben. Ah ja, da kommt er wieder oben her. Geh weg, du dummes Viech. Komm. Leg hier dein Ei, dann gehe ich schnell weiter. Oh. Ja, ja. Und, ja. Haben wir auch das Level geschafft. Hat uns schon ein bisschen mehr gefordert, aber... Ich habe mich auch ein bisschen doof angestellt. Gut, weiter geht's. Natürlich mit dem Bonus. Bitte stop the arrow, bitte stop the arrow. Ja, direkt A spammen. Den Trick hat mir übrigens mein Bruder gezeigt. Also, eigentlich hatte er das Spiel gar nicht so sehr gespielt, aber... Das hat er dann doch rausgefunden. So, was erwartet uns hier? Ja, der Schlüssel fällt selbstverständlich runter, wenn man die Plattform zerstört. Ah ja, das war das. Here we go. Wie ging das nochmal? Also, ich muss den Schlüssel auf jeden Fall gleich da hochschmeißen, aber... Upsala. Ich wollte mir erstmal das Geschenk hier krallen. Wenn mich der Vogel in Ruhe lässt. Geh weg. Ah! Oh, das war knapp. So. Jetzt erstmal den Schlüssel darauf legen. Oh, geh weg. Geh weg. So, und jetzt einen Backknopf drücken und jetzt den roten und dann jetzt schnell dahin und... Oh. Ah, ja, 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 das passt. Oh. War zwar relativ knapp, aber so macht man das, Freunde. Einfach einen anderen Knopf drücken, damit der Schlüssel weiter runterfällt. Und ja, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus jetzt, aber meistens ist es so, es sieht kompliziert aus, ist aber im Endeffekt relativ einfach. Okay, wir können eigentlich nur eine Sache machen, und zwar den Knopf dort unten aktivieren. So. Ach, einmal mit drei Sprung. So, jetzt eröffnen sich uns neue Wege. Beziehungsweise einer oder zwei. Wie man es auch nehmen mag. So, das Geschenk will ich einmal haben. Die schmeiße ich mal da runter. Okay. Ist vielleicht jetzt nicht der günstigste Ort, aber davon lasse ich mich nicht aufhalten und nehme einfach den Mini-Mario. Hihihihi. So. Boah, Bonus-Time. Und diesmal haben wir sogar den goldenen Stern erreicht. Heißt, wir waren schneller als die anderen Male. Oh, bitte stop the arrow. Bitte, 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 bitte. Nein, swap the boxes. Wir müssen einfach den gelben Karton bekommen. 50-50. Nein. Nein. Ja. Yes, yes, yes. Ich habe mich zwar total verdrückt, weil
Ja, bei solchen schnellen Schlägen zu reagieren ist schon fast unmöglich, aber wir haben erneut Glück gehabt. So, 2-5. Ah ja, die Bananen, beziehungsweise die ganzen Früchte, die an den Lianen hängen, die können wir runterschmeißen und dann treffen sie eventuell Gegner und töten sie. Das ist natürlich auch komisch, ne? So Tiere mit Obst töten. Warte, ich töte mal den Rambi da so. Damit ihr das mal so exemplarisch mitverfolgen könnt, was ich meinte. So. Jetzt einmal nach da. Upsala. Ach, ich habe mich vergessen festzuhalten und bin gleich auf dieses komische Viech. Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. Ich glaube so ein... Keine Ahnung, was ist es? So, auf jeden Fall... Ach. Auf jeden Fall müssen wir ja eine Runde warten. Komm mal runter, Plattform. So. Hui, hui. Wir haben schon wieder leichte Zeitlupe. Ist auch vielleicht gerade ein bisschen ungünstig, weil ich gerade was hochlade und... Naja. Das nächste Mal nehme ich mir mehr Zeit, wenn ich was aufnehmen will, aber... Es hat jetzt so schön gepasst und ich habe so einen Bock auf das Spiel. Das sind einfach Erinnerungen, die wird man nie mehr los. Und das bei einem Videospiel. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber es ist einfach so. Hui, und schnell rüber. So, jetzt ist das Level, oder die Hälfte des Levels besser gesagt, schon so gut wie geschafft. Müssen nur noch auf die Plattform. Dann haben wir das Ziel schon erreicht. Hui, Zeitlupensprünge. Könnt ihr auch immer so gucken, so oben rechts ist ja die Zeitanzeige, ob es richtig läuft oder nicht. Und jetzt einen schönen Sprung. Boah, lässt sich sehen hier. Nächstes Level. So. Eieiei. So, komm doch hier hoch. Er ist zerstört. Haha. So, einmal das Geschenk bitte. Dankeschön. So, ich könnte mir natürlich jetzt total leicht den Mini-Mario schnappen, aber... Ja, wir befinden uns immer noch in den ersten Leveln und da möchte ich eigentlich schon alle Geschenke sammeln, also... Später dann nicht mehr, aber... ich weiß auch gar nicht, was man hier unter 100% bei dem Spiel versteht. Das ist ja bei jedem Spiel anders, ob man hier bei allen die goldenen Sterne braucht oder... Ob man hier nur alle Geschenke sammeln muss, ich weiß das alles gar nicht. Deshalb sage ich schon mal im Vorhinein, dass ich hier vorsichtigerweise nicht 100% spiele. Und... Ach, fast. Gut, wir gehen aber nicht leer aus. Ein Leben bleibt uns immer noch. Und jetzt haben wir schon 30. Und das in der zweiten Welt. Das ist auch ein neuer Aaron-Rekord hier. Und so, den Rambi können wir natürlich auch auf die Stacheln schmeißen. Danach tun ihm wahrscheinlich die Füße weh, aber macht uns ja nichts. Wir sind ja Mario, der Tierschänder. Warte, hier kann ich doch bestimmt direkt darüber schwingen. Das wäre doch geil. Und, cool. So, den Affen müssen wir, glaube ich, eine Etage tiefer fallen lassen. Das gelingt nur, wenn er auf dem roten ist und man dann den blauen Knopf drückt. Und runter. Und, ja, ach. Ja, eine Runde warten ist nicht allzu schlimm. Wir können hier ein bisschen hin und her schwingen. Lalala. So, komm, Affe. Einmal die Box. Und natürlich noch den Schlüssel, bitte. So, jetzt müssen wir gucken, was wir gelernt haben, nämlich Rambi hier auf die Stacheln zu schmeißen. Wie so ein richtiger Arsch. Aber er hilft uns damit. Ja, sind die doch ganz nett, die Rambis. Auch wenn sie es zwangsweise tun. Wenn man es streng nimmt. So. Mal überlegen. Hier ist ein blauer Knopf. Ich glaube, mit Hilfe von dem holt man die Box da unten, ja. Eine Box verpasst oder ist sie hier noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Haben wir die gerade verpasst? Ah ne, ich erinnere mich noch an eine. Die war da irgendwo ein bisschen höher. Dafür müssten wir natürlich den roten Knopf jetzt aktiviert haben. Also nochmal Kommando zurück.
Hier können wir auch schon zum Mini Mario, aber nee, das machen wir nicht. Wir nehmen uns hier schön auch die schönen Boxen mit, damit wir auch richtig Leben farmen. Ja, so viel dazu. So farmt man richtig Leben, indem man stirbt natürlich. So. Diesmal werde ich... Kenne ich mich ja aus, also habe ich es um einiges leichter. Und immer schön die Pfeiltaste drücken, wenn man nach unten springt. Damit man auch ja die Lianen trifft. So. Und hui. Und dich auch. Und da kommt so ein Ding angeflogen. Das darf man selbstverständlich auch nicht berühren. So, an den Knöpfen kann man Gott sei Dank vorbeilaufen. Und hui, ein Hoch. Jetzt brauchen wir aber doch den gelben Knopf. Einmal ducken. Aber ist ja kein Problem, er ist ja gleich hier unten. Hui. Und, ach so, das Ding ist an der Wand abgeprallt. Einmal das abgeholen. Und wir müssen von der anderen Seite dran. Kein Problem. Das schaffen wir jetzt auch noch. Puh. Ich hatte solche Angst, von dem Ding erwischt zu werden, dass ich runtergefallen bin. Aber kein Problem. Wir sind hier oben und haben das Level auch schlussendlich abgeschlossen. So, wo sind wir denn gerade? Ja, ich denke... Den Part beenden wir gleich, aber zuvor noch natürlich der Bonus hier. So. Wieder 50-50 Chance. Ah, komm, hab Glück. Ja. Boah, das gibt's nicht. Also, normalerweise habe ich bei solchen Spielchen immer Pech, aber diesmal... Diesmal läuft es doch ganz gut. Und ich überlege gerade... Ich mach die Welt jetzt doch noch zu Ende, dann passt es so schön. Haben wir erste Welt ganz gemacht, dann haben wir auch zweite Welt ganz gemacht in zwei Parts. Das ist doch schön, oder nicht? So, Toy einsammeln. Ja, und ich glaube, man muss wirklich alle Buchstaben einsammeln. Let's go, little guy. Ich gehe einmal hier nach oben. Da geht die Hälfte der Mini-Marios schon mal da rein. Das war jetzt natürlich unschlau. Aber ich habe vorhin nicht den Sprungknopf getroffen. Und so. Dann können die mal das O holen. Dann mache ich den unten nochmal den Weg frei. Dann passt das schon. So. Jetzt weiter. Bei den Mini-Mario-Leveln ist es auch unter anderem eine Schwierigkeit mit der Zeit. Also, dass sie schon relativ knapp bemessen. Natürlich ist das erst das zweite Mini-Mario-Level hier. Also, ist das hier noch nicht so anspruchsvoll und die behindern mich jetzt sogar. Ich will doch nur auf die Feder springen und ihr solltet das auch tun. Jupp, da sind sie alle. Schön immer aufpassen, dass auch keiner abhanden kommt. So, und ihr könnt jetzt unten lang. Ich habe euch den Weg bereitet. Also kommt alle. Oh, jetzt. So, haben wir sie alle im Kasten. Dann kann es gegen Donkey Kong Showdown geben. So, die vollen 6 Leben. Jetzt kommt es drauf an. Ich glaube, das zweite war auch ziemlich schwer. Ja, Da muss man den Donkey Kong mit diesen Früchten treffen. So, Treffer Nummer 1. Oh! Ja, nee, ist klar. Er wirft den direkt an mich. Ja, ich... Pff, was soll ich denn machen? Ich muss hier ausweichen. Oh, oh. Sieht nicht gut aus. Der kommt doch bestimmt jetzt zu mir rüber. Nee, er geht in die andere Richtung. Ja, jetzt habe ich ihn zerstört, aber ich will natürlich Donkey Kong treffen. Oh. Nee. So ein Spaten hier. So, wenn er jetzt kommt. Komm. Nein, er schickt nur seine Spaten. Wieso soll ich andauernd Spaten? Seine Handlanger wirft er nach oben und schützt sich somit. Mann. Ja, jetzt. Ja, da haben wir ihn erwischt. Und er trifft uns immer wieder. Wir verlieren immer ein Leben. Aber er hat nur noch 2, wir haben 3. Tendenz für uns. Jetzt komm, jetzt trau dich doch mal. Boah, er weicht aber auch aus, ey. Ja, boah, Glück gehabt. Da wollte er ausweichen und ist dann... Boah, jetzt geht er ja richtig ab. Oh, yes! Oh, so ein Glückstreffer. Mann! Zweites Boss-Level und schon so hart. So, aber jetzt nochmal der epische...
das epische Endbild. Ja. So muss das aussehen. Gut, dann sehen wir uns noch kurz die nächste Welt an. Einmal gucken, wie sie aussieht. Von den Leveln her so. Ich muss mal gucken, was das für eine Welt ist. Früher habe ich mir immer vorgestellt, man wäre in so einem Magen drin oder so. Ähnlich wie bei Zelda Ocarina of Time oder so. Aber nee, Fire Mountain, ein Feuerberg, sprich Vulkan wahrscheinlich. Gut, dann werden wir im nächsten Part diesen Vulkan, ja, meistern. Ich freue mich natürlich auf eine Bewertung oder einen Kommentar, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt und mir ein Feedback geben wollt. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.